Vereinfacht dargestellt sind Fliegenschnüre unterschiedlich dick und haben unterschiedliche Profile. So nennt man die Form der Schnur. Wenn man jetzt von 15 unterschiedlich dicken Schnüren immer genau die ersten vorderen 9,14 Meter einer Schnur abschneiden würde und diese 9,14 Meter auf eine gute Waage legt, erhalten wir logischerweise 15 unterschiedlich hohe Gewichte. Und daraus ergeben sich dann 15 unterschiedliche Gewichtsklassen für unsere Fliegenschnur und Fliegenruten. Fliegenschnur bekommt man in allen Variationen und für jede Situation. Habe ich beim Fischen viel Wind oder wenig Wind? Fische ich im Nahen, muss die Schnur weit raus? Muss sie schwimmen oder schnell sinken? Und so weiter und so weiter. Bis auf Lila bekommt man sie auch in allen Farben. Wir in unseren Fliegenfischerkursen empfehlen den Allround-Anfängern immer eine schwimmende 5/6er WF-Schnur. Sie hat ihr Gewicht vorne und lässt sich vom Anfänger gut werfen. Gerade bei der Schnur gibt es enorme, gravierende Qualitätsunterschiede, also beim Kauf aufpassen. Über den Daumen betrachtet sollte sich jetzt eine 6er Schnur optimal mit einer 6er Rute werfen lassen. So sollte es eigentlich sein, wenn, ja nicht wenn, die Entstehung bzw. die Gründung der Aftmark-Klassen in den Geschichtsunterricht gehören würden und sich die Materialien von unseren Fliegenruten nicht der modernen Zeit angepasst hätten. Also ein guter Rat von mir: Testen Sie vor dem Kauf einer Rute immer zusammen mit einem Fachmann oder in einem Fachgeschäft, ob Schnur und Rute optimal und harmonisch miteinander arbeiten.